Fliegen macht nur so lange Spaß, bis man nach unten sieht. Ehrlich sein zu Leuten, die einen lieben, ist das Grundprinzip. Alter, spar dir dein Babbelab, Partner, was geht ab, bla bla, Wasserfab. Vielleicht mach ich mich unbeliebt, doch scheiß drauf, ich reiß weiter mein Maul auf wie Krokodil. Ich bin kopfgefickt vom Nachtleben, kopfgefickt von Pep und Pillen, linke Spur, Gas geben. Gute Laune, Feierei und Abheben. Glaub mir, es geht ruckzuck und du bist am Abdrehen. Dixon, ja komm, wir geben uns Johnny Dixon. Komm, wir geben uns mal Johnny Dixon. Das habe ich zwar, ersten Part habe ich gesehen, bis zu Hook. Und dann dachte ich mir, warum? Also, es ist alles, komm, ich sag's einfach gleich, wenn es soweit ist. Johnny Dixon vernichten. Für immer. Also, zuallererst sage ich euch, dass ich prinzipiell skeptisch dem gegenüber bin, Tracks, die komplett krass sind, irgendwie nochmal so zu recyceln. Also worauf ich hinaus will, ist, dass der Track von Juju, ja, das ist schon, also der ist schon halt komplett krass so. Wisst ihr, der steht für sich, der ist perfekt so. Die Hook ist überkrass halt so. Alles komplett krass. Und es ist meiner Meinung nach so, es ist nicht verwerflich und auch nicht unmoralisch oder so, ne? Darauf will ich auch nicht hinaus, so tief ist es dann doch nicht. Aber ich finde so, manche Tracks sind unantastbar, Digga. Das ist wie, ich rap auch nicht auf einen Still Dre Beat. Oder ich nehme auch nicht The Real Slim Shady von Eminem und Spit drauf. Oder ich, das sind einfach so Hits, die so für sich stehen und ich finde, dass sie so besonders sind, dass man sie einfach so lassen sollte und ich nicht den Beat picken sollte und darauf einen Remix machen sollte. So. Ist aber nur meine Meinung und das bezieht sich jetzt auch gar nicht darauf, dass ich das nicht geil finde, was Johnny Dixon hier jetzt womöglich machen wird, ne? Just saying. Weißt du noch, als ihr am Meer wart, Meadow? Kai war so genervt, dass du meintest, deine Klicks sind viel zu wenig. Du willst mehr haben, obwohl du in der Schule nicht mal die Zahlen bis 100 gelernt hast. Kriegst du ja, das ist halt trotzdem, das ist halt sau gut. Also Johnny ist halt auch wirklich, der ist auch ein Ausnahmetalent, so muss man einfach sagen. So. Auch wenn er hier den Flow halt so, ich meine, ich habe den Song von Juju jetzt auch nicht so komplett durchgezogen, so, ne? Aber ich glaube, dass es hier der Flow von Juju ist, ne? Weißt du noch, ich glaub schon. Zu wenig, du willst mehr haben, obwohl du in der Schule nicht mal die Zahlen bis 100 gelernt hast. Willst du kaufen, willst du sagen, dass das fair war? Jetzt wirst du gefickt, ey, im Battle wäre das sternklar. Ich fand nicht. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Kaufen, willst du sagen, dass das fair war? Jetzt wirst du gefickt, ey, im Battle wäre das sternklar. Ich vernichte dich, dann fliegst du ohne Schwerkraft. Du bist abgehoben, dein Abschluss wird so schmerzhaft. Du willst dich ablenken, nie wieder Musik. Dann mach nicht mal Mock mehr Auge auf deine Brieftasche. Schöne Zeile. Ansonsten ja, finde ich das bis jetzt so der Skill, den Johnny Dixon auf jeden Fall hat und abrufen kann, halt so ein bisschen darunter leidet, dass er sich halt an den Flow halten muss, so an den Flow von Juju. Oder er will sich ja, er muss sich nicht daran halten, er wollte es halt tun. Und dadurch kommt halt eigentlich die Power, die Johnny Dixon, so wenn er einfach so free drauf losfloat, entsteht, die kommt halt hier nicht so zum Tragen wie Umzugshelfer, meine Freunde. Und deswegen finde ich die Lyrik auch, dass sie ein bisschen jetzt halt für Johnny-Verhältnisse bis jetzt halt schon echt relativ lame ist, so. Nie wieder Musik machen, dann mach dich mal Mock, mehr Auge auf deine Brieftasche. Denn du bist die Scheine schnell los ohne Kai. Also sag jetzt einmal, leb wohl zu deinem Hype. Geil. Scheine schnell los ohne Kai. Du bist die Scheine schnell los ohne Kai. Also sag jetzt einmal, leb wohl zu deinem Hype. Alle deine Wünsche werde ich zerstören und keiner will dein Turbo. Mega geile Pause, ich weiß nicht, ob Juju die auch macht. Alle deine Wünsche werden, das nach alle deine, die Pause finde ich mega geil. Vor Wünsche, eine richtig geile ästhetische Pause. Vor allem, ich weiß nicht, ob das der Beat, irgendeine Hi-Hat oder so ist, die da so krass spielt, aber das hört sich so an, als schmatzt er da. Und das finde ich geil. Alle deine Wünsche werde ich zerstören. So hört sich das für mich an, finde ich mega gut. Alle deine Wünsche werde ich zerstören. Und keiner will dein Turbosender, Riesa, dein 14. Sie wissen, dass der Wünsche werde ich zerstören. Und keiner will dein Turbosender, Riesa, dein 14. Keiner. Das ist ein Scheiß. Alter. Wissen, dass der Duft noch bleibt. Wenn man wieder aus dem.
Und sie wissen, dass der, ey, keiner will in dein Tourbus, denn da riechst nach deinen Fürzen. Und jeder, und dass der Duft noch bleibt, dein Fürzen. Sie wissen, dass der Duft noch bleibt, wenn man wieder aus dem Bus aussteigt. Das ist aber lustig, Digga. Der Duft noch bleibt, wenn man wieder aus dem Bus aussteigt. Wie kann man jemand so krass vernichten, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass am Dissen. Soll ich den Part nur weiterschreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vernichten, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass am Dissen. Soll ich den Part nur weiterschreiben oder nicht? Ist lyrisch gut umgesetzt so. Aber es ist halt so, wisst ihr, würde ich das Original nicht kennen, würde ich vielleicht sagen, ey, coole Hook so. Aber jetzt, es wirkt einfach wie das kleine Stückchen Scheiße neben der Original-Hook so. So wirkt's auf mich so, ne? Das ist jetzt, die Hook, das ist so, die kommt halt das Original nicht ran und ich finde sie auch hier völlig überladen und bestimmt wurde auch da mit dem, was er da im Hintergrund macht, mit Absicht so ein anderes Stilmittel an den Tag gelegt, so, ne? Um sich ein bisschen von dem Original abzuweichen. Vielleicht ist diese Stimme auch beim Original drin, ich höre sie einfach nur nicht. Aber ich finde halt, dass die Hook ist bestimmt geil, aber man kann sie einfach nicht so in ihrer Natürlichkeit betrachten, weil man die ganze Zeit dieses übertrieben krasse Original im Kopf hat, so, ne? Nillik, vielen Dank für ein Bit. Mensch, ist es ein Bit? Keine Ahnung, vielen Dank. So krass am Dissen, soll ich den Partner weiter schreiben oder nicht? Scheiß auf dein Hobby, mein Hobby ist killen am Mike. Ja, vom okay, Hobby. Hobby ist auch der Track von Mero. Scheiß auf dein Hobby, mein Hobby ist killen am Mike. Ja, von Wolke 10, heißt es bis zum Himmel, nicht weit, kann's das ist eine Johnny Punchline, Digga. Das ist eine Johnny Punchline, das ist eine frisch gute, Digga. Scheiß auf dein Hobby, mein Hobby ist killen am Mike. Ey, yo, von Wolke 10 ist es bis in Himmel nicht weit. Wolke 10 Track, der schreckliche, wirklich schreckliche Track von Mero, den ich so schrecklich finde, dass ich nicht weiß, wie, wohin mit meiner Schrecklichkeit. Schön zu sagen, so nach dem Motto, ich kille dich so. Ich bin dabei, dich zu killen, so. Von Wolke 10 ist es bis zum Himmel nicht weit, ist gut. Hobby, mein Hobby ist killen am Mike. Ey, yo, von Wolke 10 ist es bis zum Himmel nicht weit. Kannst keine Texte schreiben, aber machst doch Superstar. Mero denkt, das ABC wäre eine Gang wie QDH. Johnny ist... Denkt, ABC wäre eine Gang wie QDH. Was ist QDH, Freunde? Steh ich auf dem Schlauch hier und ist hier Beef im Chat. Wenn ihr Beef im Chat ist, hört sofort damit auf, Freunde. Ich mag das nicht. In meinem Chat wird nicht gebeeft, Freunde. Bitte hört auf. Es gibt genug Beef. Gang von Mero. Hört auf, euch hier zu beefen. Schreiben, aber machst doch Superstar. Mero denkt, das ABC wäre eine Gang wie QDH. Johnny ist eloquent. Ist jemand im Battle Champ? Glaub mir, dann ist es 5 vor 12, so wie das Alter von Mero-Fans. Ey. Dann ist es 5 vor 12, wie das Alter von Mero-Fans. Ist auch, ich will nicht sagen, eine typische Johnny-Line, aber das ist schon so diese Zahlen-Lines, die er da irgendwie miteinander kombiniert und so in eigenen Sinne. Dann ist es 5 vor 12, wie das Alter von... Ja, ich weiß schon, was er meint, so, es ist so ganz lustig, so 5 vor 12, ja doch, ist eigentlich echt gut. Ist gut. 5 vor 12, wie das Alter von Mero-Fans. Los, kauf dir noch paar Klicks im Internet, doch so wirst du Spinner, eher Shopping-Queen als King of Rap. Fick das Game. Klicks im Internet, doch so wirst du Spinner, eher Shopping Queen als King of Rap. Fick das Game. Ich bin schon am Verzweifeln, du bist Minus, doch machst Plus, obwohl die Songs alle gleich sind. Hängst im Garten. Ich bin schon am Verzweifeln, du bist Minus, doch machst Plus, obwohl die Songs alle gleich sind. Hängst im Garten mit nem Swimmingpool und nem Roboter, doch für den Großteil seiner Klicks braucht mehr Roboter. Ah, nice, Digga, nice. Das ist schon nice. Es ist wirklich so von den krassen Zeilen, so wenn du so... Johnny Dixon hat auf jeden Fall eine höhere Dichte von krassen Lines, so generell in seinen Tracks. Das haut mich jetzt alles überhaupt nicht um. So, eigentlich gar nicht, so, um ehrlich zu sein. Aber Lines sind halt wirklich mega nice halt. Pool und mehr Roboter, doch für den Großteil seiner Klicks braucht mehr Roboter. So wild, Bruder. Wie kann man jemand so krass vernichten, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass am Dissen. Soll ich den Partner weiterschreiben oder nicht? Vielen Dank für 100 Bits, Yidu Wu, kennst du den Rapper Richter, den kenne ich, Pinchmit hat auch schon ein paar Videos für den gedreht und wie ihr alle wisst, hat Pinchmit auch einen Großteil meiner Videos gedreht und daher kenne ich den so flüchtig. Wie kann man jemand so krass vernichten, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass am Dissen, soll ich den Partner weiterschreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vernichten?
Aber warum sagt er auch, na okay, vielleicht wegen irgendwie wegen Sperrung oder so. Jiduwo, vielen Dank für weitere 100 Bits. Für die Werbetauglich, oder weiß ich, nee, das wird ja, kann ja eh nicht monetarisiert werden. Aber ich finde, warum sagt er nicht 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3